Hallo, ihr Freunde gebrauchter Arschkratzer. Willkommen zurück zu ARK, Folge 14. Nicht wundern, ich habe schon eine Folge aufgenommen. Leider hat die Festplatte von meinem Laptop nicht mehr mitgespielt. Wir haben den zweiten Stock fertiggestellt. Ich habe hier auch eine kleine Rampe. Das kann man direkt. Hui! Direkt ins Wasser. Es ist noch ein dritter Stock in Planung, beziehungsweise ich will hier kein Dach bauen, ich will hier einfach nur eine, ja, also ein Glattdach will ich hier haben, ein bisschen Geländer, ja, nichts Großartiges. So, was machen wir diese Folge? Ich habe mir überlegt, wir starten mal eine Expedition in Richtung des Sumpfes. Um uns dort mal ein bisschen umzusehen. Ah, Moment, bevor ich es vergesse, ich möchte. Ja, seit wir hier das Dach haben, kommen wir nur noch geduckt in das Haus rein. Ich möchte ein paar Sachen ablegen. Ich habe hier eine Eisenpicke gefunden. Die werde ich auch benutzen. So. Beeren, Holz und alles möchte ich zwischenlagern. Das da werfe ich weg. Fasern werden auch gelagert. Den behalte ich mal. Die Narco-Berries mache ich auch da rein. Das esse ich noch. Also ein bisschen Holz werde ich doch mitnehmen. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, nein! So. Ja. So. Habe ich noch ein paar Samen? Ja, da habe ich was. Nein. Da. Deine Rinde. Ein paar Fasern nehme ich jetzt doch noch mit. Nein! Da! Ich hasse dieses Menü. Ich hasse es wie die Pest. Nein, soll's rüber. So. So, das sollte eigentlich reichen. Also Julia, auf geht's. Okay, das dauert zu lang. Wir machen es anders. Du folgst mir? Ja. So, lass mich mal noch dein Inventar durchsehen. Hast du genug zu essen? So, das nehme ich jetzt mal noch. Nein!
So, erstmal alle Beeren. Ein paar Stück behalte ich für mich. Kann ich auch was essen. Ich bin auch zu schwer, mich überhaupt zu bewegen. Gebe ich ja doch noch ein paar. Kann ich eigentlich eine Kiste bauen? Naja, sieht nicht so aus. Wo haben wir die Kiste? Die Kiste, die Kiste, die Kiste. Ja, ich hab's verstanden. Moment. Sag mal, bin ich jetzt total blöd oder was? Wall. Bett, Bow. Ja, jetzt halt. Ja, gut, kack alles zu, ist mir doch egal. Was? Bär, Club, bababab. Klapp, Nirgas, Liebenbeck, Tee. Da haben wir es doch. Ne, das ist was anderes. Da haben wir es doch. Da haben wir es. Was fehlt? Fiber, Fasern, natürlich. Und Holz. Nein! Dabei geht's mir aber auf. Weil geht's mir auf den Sack. Da nimm noch ein bisschen Rinde. Dürfte ich mich auch wieder bewegen können. Nein, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Super. Ja, es geht. Es geht. Wir werden verhungern, bis wir da sind, aber es geht. Bau noch ganz schnell eine Kiste und dann geht's los. Jo Leute, machst mir ja hoffentlich nicht das Haus kaputt. Naja, es sollte nichts passieren. Kann sich nur um Stunden handeln. Ach nein. So. Erstmal das verfaulte Essen. Machen wir jetzt da rein. Die restlichen Grassamen. Ah, nein, moin. Noch mal alles rüber. Mal sehen, was ich dann noch in die Box machen kann.
So. Die Rinde kommt auch noch rüber. Nein. Okay. So, das sollte jetzt aber ausreichend sein. Also, na, Julia, auf geht's. Folge mir. Wehe, wenn du jetzt gefallen wärst. Oh ja, sieht schon geil aus. Aber ich habe ja noch diese Holzlanze. Ja, diesen Holzspeer. Auf geht's, Julia. Leveln wir dich ein bisschen. Dann schauen wir uns oben mal am Sumpf um. Nein! Gerade dachte ich schon. Auf geht's! Ein Mann und seine Schwester auf dem Weg ins Abenteuer. Was läuft denn da hinten? Ist das ein Affe? Yes, hier sind aber viel Fische. Aber da muss ich mir ansehen, was ist das da? Ist das... Hä? Oh, ein Karnosaurier! Was ist das für ein Vieh? Hey, nein, das ist nicht der Yeti, oder? Die Idioten suchen ihn in den Bergen und uns läuft er am Strand entgegen. Was macht denn da? Hä? Das ist der Yeti! Geil! Wir haben einen Yeti! Leute, wir haben einen Yeti! Wir haben einen Yeti, wie geil! Der wird gehäutet. Er auch. Wir haben den Yeti gesehen, am Strand. Aber jetzt schnell weg, weil ich weiß, welcher Strand das ist. Das ist der mit dem Raptor, der ist zwar weiter oben, aber egal. Hier sind viele, viele Fische, muss ich sagen. Alter, wie geil. Der Yeti. Das wird, also ich glaube, ich nenne die Folge so, der Yeti. Mir jetzt scheißegal, ob der eigentlich... nur im kurzen Moment zu sehen war und ein Saurier, wo das so, na verdammt nochmal, wie ein Brontosaurier, wo durchs Wasser geht, habe ich auch noch nicht gesehen, geil. Alter, der Yeti, da geile ich mich jetzt dran auf. Oh, der hat aber auch einiges mitgemacht, was war das? Das klang wie so ein, ah! Wird der eigentlich attackiert? Alter, geil, der schwimmt ja nicht mal, der läuft. Er sieht aber schon so aus, als ob er einiges mitgemacht hätte. Bist immer noch kein Level aufgestiegen, oder? Ja, braves Mädchen. Doch, ein Level aufgestiegen. Dann würde ich sagen, machen wir deine Lebensenergie. Ich will deine Lebensenergie mindestens auf 1000 bekommen. Ha! Ein Yeti, ich finde es immer noch geil. Da oben ist meine alte Hütte.
der Yeti. Julia, ich kann es bald nicht glauben, Julia. Seid mir bitte nicht böse, aber ich töte unterwegs noch ein paar Stück. Das wird jetzt ein Level, eine Levelfolge. Wir versuchen zu leveln. Und Haut zu sammeln. Das Essen ist mir egal, mir geht's jetzt um die Haut. Ich weiß nicht, an so einen Flugsaurier traue ich mich eigentlich nicht dran. Der hinten, der Vulkan, der würde mich echt interessieren, aber da warte ich, bis der Erik dabei ist, weil alleine möchte ich diese Expedition jetzt noch nicht wagen. Ja, was Neues, was Neues, was Neues. Yay, ich habe den Sohn vom Jedi getötet, er ist weggeflogen. Deswegen findet man keine Fußspuren, die können fliegen. Ich habe das Geheimnis entdeckt. Wieso habe ich jetzt eigentlich keine Freischaltung bekommen? Sag mal, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wenn man was Neues entdeckt, dann laufen die Viecher auf einmal überall rum. Ich hätte ihn jetzt gerne gehäutet. So, da hinten sind die Sumpfbäume. Ganz ruhig, Großer. Hör auf meine. Ja, okay, nein. Ah! Frosch! Ein Riesenfrosch! Meiner! Du da, geh weg! Geh weg von meinem Frosch! Wo ist der Frosch? Da hinten! Hüpft er! Meiner! Aber erst wirst du gehäutet. Ja, das hat sich ja schon fast gar nicht gelohnt. Ach, das ist, ich dachte gerade, das wäre was anderes, aber meiner. Ein Patchy! Wir haben einen Patchy getötet. Das hohe Gras gefällt mir gar nicht, da könnte alles Mögliche drin lauern. So, und jetzt bewegen wir uns mal langsam in Richtung des Sumpfes. Erstmal den Frosch töten. Ich frage mich, wäre geil, wenn man die reiten könnte. Wie gesagt, das hier dient jetzt einfach nur zum Leveln. Was ist denn da? Ah, gerade dachte ich, das wäre ein riesiger Affe. Was? Ah, das ist eine Muschel. So, wir müssen hier aufpassen. Als ich war hier einmal gewesen in einer Off-Folge. Da wurde ich von einer Riesenschlange gebissen und die hat mich, der Biss hat mich nicht getötet, aber er hat mich betäubt. Und die drei, vier Raubsaurier, die dann kamen, haben mich getötet. Ah, fliegen die Dilophosaurier! Hilfe, was geht hier ab? Das ist Krieg! Geht an meinem Saurier weg! Stirbt, ihr Mistviecher! Hau ab, Julia, lauf! Nein, nicht den Brontosaurier verletzen, bitte! So, Julia, komm mal her, wie viel Leben hast du noch? Zeig's mir. Oh, das war verdammt knapp, wir warten mal ein bisschen. Wir warten mal ein bisschen. Ganz ruhig, Kleiner. Du wartest hier mal, ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Und heute diese Mistviecher. Also ein paar von den Flugsauriern müssen hier noch rumliegen. Hm.
Also bis jetzt das Leveln von unserem Twike. Du blödes Drecksvieh! Das Leveln von unserem... Ich dachte gerade, das wäre eine Riesenschlange. Das Leveln von unserem Triceratops hat sich auf jeden Fall bis jetzt gelohnt. Zwei Level hat er geschafft, sehr gut. Oh, verdammt. Das Schlimme ist, dass ich hier nicht sehen kann. Ich weiß nicht, was... was in diesem verdammten Gebüsch auf uns lauert. Wie weit sind wir mit dem Levelaufstieg? Oh gut, noch ein Vieh und wir... Also ich würde sagen, ein Vieh und dann steigen wir auch auf. Der Sumpf ist doch nicht ohne, muss ich sagen. Ich hätte mir jetzt weniger gefährlich vorgestellt. Also gefährlich ja, aber noch nicht so am Rand. Einen Platz zum Abkühlen haben wir hier. Oh verdammt! Piranha! Hau ab! Scheiße! Geh weg! Ja, zermatschen! Nein! Du blödes Vieh! Alles in Ordnung. Nein! Hau ab! Geh weg! Wollt ihr mich verarschen? Überall Piranhas, das ist doch jetzt ein Witz. Ihr Mistviecher! Nein! Fuck! Fuck! Fuck it! Wir haben unseren Triceratops verloren. Das war dieser eine Levelaufstieg nicht wert, definitiv nicht. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Shit. Unsere ganze Ausrüstung ist da jetzt. Scheiße. Und da kommen wir auch nicht dran, wegen den ganzen Piranhas. Fuck. Ja, das Gute ist, wir haben hier ja ein bisschen was gelagert. Das ist das einzig Gute an der Sache. Wir haben einen Hut und haben Schuhe. Und wir als Mann haben wir auch ein Schwert. Und jeder weiß, ein Mann, der ein Schwert hat, ist vollständig bewaffnet. Ah, Mist. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Okay, wir können uns provisorisch nochmal was basteln. Wir sind nicht ganz verloren.
Also geht's gleich wieder ans Häuten. Und ich werde auch versuchen, wir werden wieder einen Triceratops zähmen. Die haben mir gut gefallen. Ach, das ärgert mich jetzt. Ich hätte abhauen sollen. Wir haben einen Yeti gesehen. Wir haben ein Äffchen gesehen. Eine Riesenkröte und den Tod unseres Twikes durch jede Menge Piranhas. Es kann wenigstens keiner sagen, dass die Folge nichts passiert ist. Was fehlt uns denn für eine Axt? Für den Speer fehlt uns Holz und hier wahrscheinlich auch. Nein, Rinde. Naja. Ach, wie ärgerlich. Mann! Ich müsste jetzt eigentlich Dodos jagen. Die geben ja, haben ja immer gut gegeben. Haut. So. Erst einmal wieder eine volle Rüstung. Und dann der Rest. Naja, langsam kommen wir ja wieder zu unserer alten Ausrüstung zurück. Ich fasse es aber immer noch nicht, dass wir einen Yeti gesehen haben. Oder etwas Yeti-ähnliches, sagen wir es mal so. Ein humanoides Wesen. Finde ich immer noch sehr geil. Ich sollte mir am besten auch noch Ersatzklamotten machen und die dann lagern. Für solche Fälle. Und außerdem, wenn Erik kommt, kann er so gleich eine bisschen bessere Ausrüstung haben. Bleib stehen! Warte, bis ich meinen Speer repariert habe. Sei so höflich. Hui! Ich sag's immer wieder und ich sag's auch gerne, gib mir deine Haut. Oh ja, der hat aber auch gut Haut. So, eine Hose. 7 fehlt mir noch. Hm. Hat ja jemand etwas zu viel Haut übrig?
reicht noch nicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendetwas Großem in den Weg laufe. Ja, ja. Da hinten war wieder Godzilla. Ein Omiraptor. Komm mal her. Hör auf, so eine Pussy zu sein! Aufpassen, dass er nicht auf einmal von hinten kommt. Immer noch. Eine Haut, ey. Komm, stell dich jetzt nicht so an. Dodos! Ich muss sie nur töten. Ich kacke wieder. Nur so töten, dass sie nicht ins Wasser fallen. Verdammt! Also mir fehlt Haut. Tja, ich werde die nächsten paar Minuten nach Haut jagen. Also ich werde die doppelte Kleidung, damit ihr es auch gleich wisst, schon in der nächsten Folge... Ah, gut. Lagern. Also sie wird dann schon in der Kiste sein. Und dann versuchen wir die nächste Folge wieder einen Triceratops zu zähmen. Und bevor wir da runtergehen, zähmen wir uns noch einen zweiten. Frag mich, wie viele, ich will mal sowieso ausprobieren, wie viele Dinos ich mitnehmen kann. Und dann wird der Sumpf mit einer kleinen Triceratops-Armee geräumt. Der wird doch wohl irgendwo noch was rumlaufen. Brauch was zum Häuten. Ich dürfte außerdem gleich Hunger bekommen, fällt mir ein. Ja. An Fleischmangel werde ich jedenfalls nicht sterben. Jedenfalls nicht so schnell. Kalt, warm, meine Güte, entscheide dich mal. Mir fehlen noch Handschuhe, sehe ich gerade. Es ist ein wahrhaftiges Dino-Massaker, was ich hier anrichte. Und Dodos sowieso. Aber ich kann euch beruhigen, bei der Aufnahme dieser Folge wurden keine echten Dodos, jedenfalls kaum, zur Mitleidenschaft gezogen. Ja, mir fehlen wirklich noch Handschuhe. Jetzt kann sich wenigstens keiner mehr drüber beschweren, dass es kalt ist. Ja. Wo kommt der her? Ihr da, beschützt mich! Jetzt gibt's Kano am Spieß.
Hast du dicke Eier? Sieht nicht so aus. Und wenn, sind sie jetzt eh hier. Nein! Bauen wir uns eine neue. Oh, da hinten ist wieder ein Omniraptor. Ich habe noch nie einen Omniraptor getötet. Was war das gerade? Ja, er hängt fest. Es wird mein erster Omniraptor. Das ist jetzt ein Problem. So, fehlt nur noch für die Hose. Ja, es fehlt nur noch die Hose. So, verdursten werden wir auch nicht. Der Carnosaurier hat mich ganz ehrlich überrascht. Ich muss auch aufpassen, dass mir hier nicht irgendwelche Insekten mich beim Kacken stören. Wie es beim echten Leben ist, man sitzt im Gebüsch, denkt sich nichts Böses, auf einmal, bam, Riesenmück. 5 Liter Blutverlust, mindestens. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe irgendwas weggeworfen. Oder hab ich gerade eine Hose gegessen? Nein, da ist sie. Ja, ja. Ich glaube, ich sterbe wirklich am Verhungern, weil ich nicht genug Beeren habe.
Hier wird doch wohl irgendwo so ein beschissener Dodo rumlaufen. Er kann meinen, wenn auch liegen, ist mir egal, ich will ja nur seine Haut. Das gibt's doch nicht, das ist ja noch ein Yeti! Auf die Gefahr hin, dass er mich vergewaltigt. Ich schau mir mal an. Was habe ich gerade gefressen? Ich habe die Bären. Man kann die Samen essen, das wusste ich jetzt auch nicht. Ah, gut, ich halte mich bereit zum Weglaufen. Hallo? Yeti, tatsächlich. Yay, yeah, geil! Hallo, Freund. Oh nein, ich habe nicht genug, um einen Speer zu bauen. Oh, Mist. Ich will jetzt nur noch das letzte Kleidungsstück fertig machen. Dann würde ich die Folge auch beenden. Ich muss mir nur aufpassen, dass mir dieser verdammte Alpha-Raptor nicht ins Gehege kommt. Ich lebe ja schon gefährlich, allein weil ich hier langlaufe. Ich kann mich jetzt nicht ohne die Hose da drüben blicken lassen. Ich frage mich sowieso, ob der Raptor noch lebt. Ja, das sieht aus wie gerade genug Haut. Was? Ui, was? Hä? Nein, komm zurück! Ah! Wow. Ja, da wird schon irgendwas rumlaufen. Ich schaff sogar noch einen Levelaufstieg, denke ich. Ich brauche nur irgendwas Kleines. Ein Dilophosaurier, ein Dodo oder ein paar Dodos, ist mir egal. Hauptsache. Ach, da hinten läuft ja mein Raptor-Freund. Hauptsache, ich krieg noch ein paar Punkte. Ja, von euch einer wäre auch nicht schlecht. Thank you.
Jetzt bin ich ja schon wieder fast am Sumpf. Dodo! Sag mal, was für eine Power habe ich im Arm, dass das alles wegfliegt? Ich muss aufhören zu trainieren, das ist, ich bin zu stark. Geh doch. So, mal schauen, ob's reicht. Eine Hose habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Ja, die geht immer noch nicht. Eine, schon wieder eine Haut, ich bin immer bei einer Haut. Die Ausdauer mache ich auch mal noch höher. Oh, und wieder am Verhungern, verdammt. Ich brauche nur eine Haut. Ist mir scheißegal, was mir dafür über den Weg läuft. Wenn es ein T-Rex ist, ich nehme mir diese Haut. Ein würdiger Gegner. Nochmal Glück gehabt. So, damit habe ich auch die Ersatzkleider gesichert. Und damit sichere ich auch das Spiel. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe gerade gedacht, ich hätte was gehört. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Folge versuchen wir... Wisst ihr was? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gerne gezähmt haben möchtet. Aber bitte im Rahmen der Möglichkeiten. Ein T-Rex... So eine Schildkröte würde mich auch mal interessieren. Aber mehr als Transport. Aber momentan eher was an Land als ein Triceratops. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ich zähmen soll. Die nächste Folge wird es auf jeden Fall Triceratops. Einer oder zwei. Aber danach schaue ich mal. Okay? Okay, geht klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Gib mir deine Haut, danke. Okay, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.